Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ich habe keine Ahnung, wie ich das dem Oberhaupt meines Ordens erklären soll. Das wird ein langes und unterhaltsames Gespräch. Aber fürs Erste gibt es da eine gefiederte Gelehrte, mit der ihr sprechen solltet. Das tue ich. Was erhofft ihr euch von der Magiergilde? Ihr kamt an einigen meiner treuen Kollegen vorbei, als wir Sonamere betraten. Ich möchte, dass ihr den Auftrag erhalten, unsere Funde zu untersuchen und zu katalogisieren. Bis dahin seid ihr unsere Expertin für Schriftlehre. Ihr müsst so viel herausfinden, wie ihr könnt. Es gibt immer noch eine Menge zu entdecken. Wie recht ihr doch habt. Was sind die Erleuchteten? Was haben sie mit dieser verlorenen Kunst der Schriftlehre zu tun? Wir haben mehr Fragen als Antworten. Zum Glück haben wir auch euch. Grüßt die Krähe von mir, Reisende. Steht ja auch nur direkt vor euch. Ich rede mit der Krähe. Viel Glück, Nalia. Ich bin ein wenig nervös, dies der Kommandantin der Jünger und Erzmagier Galerion zu berichten. Das ist... Nun, es wird sie ziemlich überraschen. Und die beiden hassen Überraschungen. Aber ich werde es schon überleben. Vermutlich. Darf ich euch ein paar Fragen stellen, bevor ihr geht? Natürlich. Wir beide sind wirklich ins morastige Ende des Sumpfes gesprungen, nicht wahr? Euch ein paar Fragen zu beantworten, ist das Mindeste, das ich für die weltweit führende Expertin auf dem Feld der Schriftlehre tun kann. Wer sind die Kollegen, die ihr hierher bringen möchtet? Ich möchte Irnat holen, der das Portal für euch geöffnet hat. Sowie Laren und Juliane. Ihr seid ihnen in Sonamere begegnet. Ah, und Chronist Firandel. Er wird hier unersetzlich sein und kann die anderen drei im Auge behalten. Warum diese Gruppe? Jünger Laren und ich haben schon mehr Gefechte überstanden, als ich zählen kann. Juliane ist stets schlecht gelaunt, aber eine der schlauesten Personen, die ich kenne. Und auch wenn man es Irnat nicht ansieht, schneidet er sich durch Gildenpolitik wie eine zaubergeschmiedete Klinge. Und Chronist Firandil? Firandil ist, nun, nicht unbedingt eine Frohnatur. Aber setzt ihn für einen Stapel modriger alter Folianten und er hat sie schneller organisiert, katalogisiert und analysiert, als ihr dreimal schnell hintereinander Auge von Magnus sagen könnt. Könnt ihr mir mehr über euch selbst erzählen? Oh, ich? Da gibt es wirklich nicht viel zu erzählen. Ich wuchs in einer Gildenfamilie auf. Meine Mutter ist Adeptin, mein Vater war Forscher an Eldenwurz. Anfangs wollte ich in die Fußstapfen der Familie treten, aber die meisten Formen der Magie entziehen sich mir irgendwie. Deshalb wurdet ihr Ritterin im Lampenorden? Ja, Schwerter ergaben für mich schon immer mehr Sinn als Zauber. Mit Portalen verstehe ich mich fantastisch. Irgendwie sind die logisch für mich. Wie ein gutes Rätsel. Aber mit den meisten Formen von Magie komme ich einfach nicht zurecht. Sehr zum Verdruss meines Vaters. Könnt ihr mir mehr über euren Orden erzählen? Jeder Ritter leistet einen ehrwürdigen Schwur, die Magiergilde, ihre Mitglieder und ihre Ziele zu beschützen. Wenn wir verfügbar sind, sind wir auch die Ersten, die sich um Situationen wie diese hier kümmern. Wir versuchen, das Unbekannte einzuschätzen, bevor wir die Adepten ans Werk gehen lassen. Ja gut, das hatten wir ja jetzt schon alles. Derzeit gibt es nicht viele Jünger im Orden. Wir unterhalten uns dann später, bevor wir hier alles wiederholen. Wo ist denn jetzt die Krähe hin? Hallo? Kann doch nicht einfach so abhauen. Mrs. Krähe, ich hätte da noch ein paar Fragen. Hallo? Ah, da. Steht unterm Indrik. Es freut mich, dass ihr euch entschieden habt zu bleiben, Eindringling. Der Weg zur Beherrschung der Schriftlehre ist kein einfacher. Aber der Lohn ist unermesslich. Offenbar geht eure Ritterin. Habe ich sie mit meinem Gekrächze vertrieben? Sie wird sich bei der Magiergilde zurückmelden und hier um Unterstützung bitten. Eine Gilde von Magiern? Faszinierend. Aber ein Thema für ein andermal. Konzentrieren wir uns. Ulfsild hat Vorbereitungen für den Tag getroffen, an dem jemand in ihre Fußstapfen treten wird. Sie hat Ressourcen hinterlassen. Aufzeichnungen und Informationen für ihre Nachfolgerin. Und ihr wollt, dass ich diese Nachfolgerin bin? Was ich will, spielt keine Rolle. Die Erleuchteten werden eure Zukunft als Verfasserin von Grimoires bestimmen, als Lektorin von Zauber. Allerdings bin ich Ulfsilds Vertraute. Ich kann eure ersten Schritte leiten,
euch in die richtige Richtung fliegen lassen. Wo ihr dann landet, liegt an euch. Wo fange ich an? Ulfhild hinterließ eine Reihe von Echos, lehrreiche Trugbilder, verteilt in der Bibliothek. Sie sollen euch durch den Prozess leiten, mit dem ihr die Erleuchteten kontaktiert, mit dem ihr sie erneut zu Verbündeten macht. Direkt hinter euch ist eines davon. Sie selbst. Dann werde ich mal sehen, was Ulfhild zu sagen hat. Das Echo am Fuß des Altars ist nur eines von vielen. Der Großteil des Wissens der Skola ging über die Jahre verloren. Aber, so Magnus will, sollten Ulfhilds Vorbereitungen ausreichend sein, um uns ans Ziel zu bringen. Eilt zurück zu mir, wenn ihr Ulfhilds Anweisungen befolgt habt. Okay. Da. Wenn ihr das seht, hat die Krähe euch auf den Weg zum Erlernen der Kunst der Schriftlehre gebracht. Eine Welt der Magie erwartet euch. Ich habe noch etwas hinterlassen, das euch führen wird. Die Wahrsichtlinse. Sie ist im Ostflügel. Die Linse und die Fabeln sind die Wegweiser zu den Erleuchteten. Und sie werden euch mehr lehren, als ich es je könnte. Okay, im Ostflügel, wobei ich auf der Karte Richtung Westen gehen soll? Oder geht die jetzt da einmal im Kreis? Achso, nee, die geht einmal im Kreis, okay. Ich wollte gerade sagen. Dann nicht. Eins höher. So, das heißt, da können wir jetzt, oder werden wir jetzt wahrscheinlich auf Gegner treffen, nehme ich mal an. Gut, dann geht's jetzt einmal wieder zurück. Achso, sprecht mit der Krähe. Okay. Ich dachte, wir sollen jetzt direkt den Wegweisern folgen. Gut, ihr habt die Linse gefunden. Sie wird euer wichtigstes Werkzeug auf eurem Weg zu den Erleuchteten sein. Ihr müsst sie nur in Händen halten, um in Einklang mit dem Fluss der Magie zu kommen. Ihr werdet Fokuspunkte sehen, Eindrücke, die diese mystischen Wesen hinterlassen haben. Wie verwenden wir diese Fokuspunkte? Das ist recht einfach. Ihr stellt euch auf einen und blickt durch die Linse. Dann werden euch verborgene Magien vielerlei Gestalt offenbart. Türen, Glyphen, sogar in Folianten versteckte Geheimnisse. Aber genug geredet, schreiten wir zur Tat. Wo fange ich an? Das ist kein großes Federlesen. Dort hinten seht ihr den Fokuspunkt und die Fabel des Indrik. Lest das Buch und tretet dann auf den Fokuspunkt. Blickt durch die Linse, dann seht ihr den Folianten in einem ganz neuen Licht. Also kein Rätsel lösen, oder? Ich werde es versuchen. Ulfhilds Geheimnisse umgeben uns. Ihr müsst nur wissen, wo ihr zu suchen habt. Lest die Fabel des Indrik. Verwendet dann die Linse und untersucht den Folianten aufs Neue. Ihr werdet sehen, was ich meine. Könnt ihr mir mehr über diese Linse erzählen? Ulfhild hat die Wahrsichtlinse im Zuge der Entstehung der Kunst der Schriftlehre erschaffen. Schon in jungen Jahren sah sie Magie wie kaum jemand anderes. Dieses intuitive Verständnis der Magie führte sie dann auch zu den Erleuchteten. Und es war die Inspiration für die Schriftlehre. Wenn sie Magie sehen konnte, wozu brauchte sie dann die Linse? Sehen und Verstehen sind zwei unterschiedliche Dinge, Eindringling. Die Linse war ein Werkzeug, ein hoher Ast, von dem aus man aus der Vogelperspektive die Eindrücke betrachten kann, die die Erleuchteten hinterließen. Warum nennt die mich jetzt plötzlich Eindringling?
Was meint ihr damit, dass sie Magie sehen konnte? Schon in sehr jungen Jahren bemerkte Erzmagierin Ulfsild, dass sie die Strömung der Magie sehen konnte, die durch Nirn fließt. Manchmal schwach, andere Male stärker. Eine seltene und wertvolle Gabe. Zweifelsohne von Magnus persönlich gewährt. Nun gut. Ja, lest die Fabel. Aber wo ist jetzt... Achso, da. Ich kann sagen, wo ist sie denn? Fabel des Indrik. Ein Jäger... Wie lange ist denn das? Okay, gut. Ein Jäger durchreiste grüne Gewässer zur Morgenröte hin, auf der Suche nach einer würdigen Beute. Er begegnete der Fürstin, still wie ein Stein. Ihr Kleid wie ein See um sie herum gerafft. Etwas kauerte hinter ihr. Ein Geschöpf aus Hufen und Federn und Knochen der Erde. Es bellte und lief fort, wenn ich ihm zu nahe kam. Er verfolgte es durch Schlamm und Dickicht und hinunter in die Erde. Im bernsteinernen Licht von Kulanda, in funkelnden Hallen aus mondgrauen Steinen. Die langbeinige Kreatur warf ihnen noch längere Schatten ab, auf das er gegen den Jäger kämpfte. Die beiden begegneten sich erneut in den Ruinen einer Insel, die herabgesunken war unter dem Gewicht eines einst mächtigen Turms. Alles, was noch blieb, war ein Brunnen aus Sternenlicht in seinem Mittelpunkt. Die Kreatur lief nicht davon, sondern besah den Jäger, als dieser sich näherte. »Warum habt ihr mich verfolgt?« fragte die Kreatur. »Ich suche eine würdige Beute«, antwortete der Jäger. »Ich war kraftlos und neu in dieser Welt«, sagte die Kreatur. »Klein und schwach. Ich hätte meine Gerissenheit verloren, wenn ich gewartet hätte, bis ihr ausgewachsen seid. Und ihr wart klug genug gewesen, wegzulaufen«, sagte der Jäger. »Was würde diese Gabe bringen, wenn niemand euch verfolgte?« »Trinkt mit mir von diesem Brunnen«, sagte die Kreatur. »Eure Verfolgung hat uns beide stärker gemacht.« Die beiden Feinde neigten ihre Häupter und tranken aus dem Brunnen aus Sternenlicht. Erfrischt erhoben sie ihre Häupter als Freunde. Und erneut liefen sie los, preschten über den Fluss, planschten durch das Kleid der Fürstin und hielten auf einen hohen Aussichtspunkt an, der über das Meer hinausragte. Wie anders doch alles war, dachte der Jäger bei sich, als er auf die Lichtung der Kreatur trat, im Gleichschritt mit ihr, anstatt ihr zu folgen. Betretet jetzt den Fokuspunkt und blickt durch die Linse. Ihr werdet sehen, was in der Fabel ungesehen blieb. Achso, ich muss wieder. Okay, Suche nach einer würdigen Beute. Wir sind in Tamriel, eindeutig. Grün Wasser, Bucht, Morgenrot, das muss Auridon sein. Er begegnete der Fürstin, ein Mundusstein. Ah, den kenne ich. Er befindet sich auf einer Insel in einem kleinen Teich südlich dieser kleinen Bergbausiedlung auf der anderen Flussseite. Etwas kauerte hinter ihr, ein Geschöpf aus Hufen und so weiter. Das Tier muss ein Indrik sein. Mondgrau weist auf die Ruinen von Ondil hin. Okay, alles was blieb war ein Brunnen aus Sternenlicht. Buranim aus der Ostküste. Kein Turm, aber dort ist ein uralter Brunnen der Macht. Okay, falls ich das mal brauche. Und Kleid der Fürstin. Ich habe mir meine Karte angesehen. Das war vermutlich noch eine kleine Insel gewesen, als die Fabel verfasst wurde. Heute steht dort ein Leuchtturm an der Südwestküste von Auridon. Ich hoffe, die Tür ist noch dort. Südwestküste. Wo ist denn dein Leuchtturm? Hervorragend. Ulfsels Anmerkungen sagen euch, wohin ihr gehen müsst. Da ist er. Dann habt ihr die versteckten Anmerkungen gesehen? Und ihr wisst, wohin ihr geht? Offenbar führen Ulfsils Aufzeichnungen nach Auridon. Ihr solltet diesen Vermerken der Reihe nach folgen können. Sie führen euch von einem Ort an den nächsten. Wie der Jäger in der Fabel sucht ihr nun den Indrik auf. Lasst euch von Ulfsild leiten. Gibt es noch etwas, was ich wissen sollte? Da dies euer erstes Mal ist, werde ich euch ins Feld begleiten.
Nicht alles, was ihr wissen müsst, steht geschrieben. Ich werde euch zeigen, wie ihr die Schutzzauber des Erleuchteten brechen und euch die Schlüsselfragmente besorgen könnt, die ihr braucht, um die Gefilde des Indrik betreten zu können. Dann sehen wir uns in Auridon. Wir treffen uns am Menhir der Fürstin in Auridon. Wie ich mich darauf freue, endlich wieder meine Flügel ausbreiten zu dürfen. Gibt es für alle Erleuchteten solche Fabeln? In der Tat. Ulfshild hat auf der Suche nach diesen Geschichten hunderte von Folianten gesammelt. Ihr werdet eine kleine Auswahl ihrer kommentierten Bände brauchen, um die Erleuchteten zu finden. Nach dem Indrik werdet ihr sie in der Reihenfolge eurer Wahl aufsuchen. Okay, aber ich würde dann sagen, dass wir dann immer einmal kurz das Buch anklicken, weil es halt die Quest ist, und dann aber alles insgesamt, also mit den Anmerkungen, zusammenlesen. Warum fange ich mit dem Indrik an? Ulfshild fühlte sich ihm verbunden. Er war der erste der Erleuchteten, der sich mit der Erzmagierin verbündet hatte. Und auch der erste, der dem Altar seine Macht schenkte. Wenn noch eines dieser unkonventionellen Wesen Ulfshild treu ergeben ist, dann er, würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, was die Erleuchteten mit der Schriftlehre oder dem Altar zu tun haben. Neigt den Kopf und betrachtet den Altar als Herz der Skola. Ohne ihn wäre die Bibliothek einfach nur ein Bücherfriedhof, eine leblose Hülle, gefüllt mit altem Wissen und Geschichten der Vergangenheit. Was bringt ein Herz zum Schlagen? Was verleiht ihm Leben? Die Erleuchteten der Magie? Ja. Bevor die Türen versiegelt wurden, schenkten Indrik, Netch, Drache und Greif dem Altar ihre Kraft. Nun tut sich das Herz der Skola schwer zu schlagen. Und ohne dieses schlagende Herz wird auch eure Beherrschung der Schriftlehre brachliegen. Woher wissen wir, dass sie befreit sein werden, ihre Kraft erneut mit dem Altar zu teilen? Ach, ganz einfach, gar nicht. Ulfshild unterzog sich Prüfungen, um sich als würdig zu erweisen, um ihr Vertrauen zu erlangen. Aber das ist Lebzeiten her. Wir können nun nur noch darauf hoffen, die Erleuchteten zu finden und sie an ihr Versprechen Ulfshild gegenüber zu erinnern. Der Rest liegt dann bei euch. Wie es allerdings mit dieser Sache weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.